Die offizielle Gehzeit von dem Weg hier sind 2 Stunden und 20 Minuten für den speziellen Rückweg. Es ist so gesehen kein Rundweg. Man latscht auf den Berg, dreht da quasi noch eine kleine Runde und dann gibt es einen direkteren, nicht so verschlungen auf den Berg führenden Rundweg, der Rückweg, Entschuldigung, nicht Rundweg. Der hat dann noch gerade mal 2,5 Kilometer. Und führt in 20 Minuten wieder zurück zum Auto, weil es da wirklich nur ganz locker, easy peasy, auf guten Wegen bergab geht. Also vom Wanderischen her ist das hier Spaziergangniveau, ne? Also nur, dass da keine Verwirrung aufkommt. Ein selten schönes Exemplar von einer Eiche, passt leider nicht ganz aufs Bild, so viel Weitwinkel habe ich nicht. Diesmal wirklich, das sieht mal schön aus, auch mit diesem dezenten Efeubefall. Das ist doch mal eine schöne Eiche und wird weit ausladender Krone. Das gibt halt einen wesentlichen Unterschied, ob du eine Eiche in den Wald stellst, wo sie quasi mit Konkurrenz durch anderen Bäumen zu arbeiten hat, oder ob man sie mehr oder weniger frei, ja, in diesem Fall an den Fuß von der Löschwand in die Ecke sozusagen stellt. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Hier hat jemand einen kleinen Privatwald und züchtet sich ein paar Fichten. Ja, kann man machen. Ist hier eine ganz günstige Stelle dafür. Also, ja, wie gesagt, kann man machen. Muss man nicht machen, kann man. Und von da unten komme ich her. Dieser Weg geht ziemlich in Anführungszeichen sinnlos zickzack durch die Gegend. Man will hier ja nicht an irgendeinen bestimmten Punkt kommen, sondern eben geologische Besonderheiten abmarschieren. Ich bin noch nicht bei der zweiten Station angekommen, was mich eigentlich wundert, wenn es auf den 8 Kilometern oder 8, irgendwas Kilometern 13 Stationen geben soll. Und zwischen der ersten und der zweiten so viel Platz liegt, naja. Etwa 50 Meter nach meiner Frage, wo kommt denn das nächste Schild, ist hier das nächste Schild. Mal schauen, was damit auf sich hat. Ich muss mir erstmal selber einen kleinen Überblick verschaffen. Ich versuch's mal. Das hier ist jetzt wirklich reine Geologie. Leider geht hier ein wenig Wind, es geht jetzt nicht besser. Da bin ich kein Fachmann, ne? Aber ich versuch's mal. Das Schild hilft ein bisschen und so grob, zumindest habe ich die jeweiligen Gesteinsarten schon mal gehört, ne? Also ich versuch's. So, gucken wir mal. Was wir hier haben, ist ein Aufschluss. Das heißt, wir können hier ganz gut in die Gesteinsschichtung, durch die wir hier durchlatschen, quasi reingucken. Und man sieht hier drei relativ typische, beziehungsweise man könnte sogar sagen, die drei prägenden Gesteinsarten, aus denen der Kaiserstuhl besteht. So, wir haben laut Schild oben, das dürfte dieser graue Bereich hier sein, dieses gar nicht mal so große Stück, was da oben drauf liegt, das ist ein Sedimentgestein, nämlich Mergel. Der stammt aus dem Tertiär und ist wohl so um die 30 Millionen Jahre alt, also noch relativ jung für ein Gestein, ne? Und man kann jetzt hier, ich hoffe, man sieht das auf der Kamera richtig, die Sonne ist so stark, ich sehe mein Display nicht richtig. Hier ist so ein gewisser Unterschied erkennbar. Kann man auch da drüben noch einigermaßen erkennen, dass wirklich so die obersten paar Zentimeter Stein so ein bisschen anders aussehen als das, was da drunter kommt. Dieses da drunter, das ist ein bisschen dieses bröckligere, dieses rötlichere, mit mehr Eisen drin offensichtlich. Das ist kein Mergel mehr, ne? Das da oben, wie gesagt, Sedimentgestein, wo kommt das her? Aus dem Oberrheingrabenbruch. Das ist ein Stück von dem Zeug, was beim Einbrechen des Oberrheingrabens halt eben unten reingefallen ist. Und das hier unten, das ist vulkanisches Gestein. Also dieses etwas rötlicher. Nicht hier rechts, ne? Das ist nochmal eine eigene Abteilung, dieser Bereich. Hier jetzt das Rötliche da unten drunter. Gucken wir nochmal nach. Phonolith.
Phonolith ist das. Das heißt so, weil wenn man da entsprechend schöne Platten rausschneidet, steht alles auf dem Schild, und draufhaut, dann gibt es einen schönen Klang, also Klanggestein, wenn man so möchte. Das ist jetzt quasi mit der Magma aufgestiegen und hat sich dann unter den Mergel sozusagen geschoben und sich dann da eben angereichert. Teilweise ist es auch mit Sicherheit durch den Mergel durchgebrochen, aber das ist eine ganz interessante Gesteinsentstehung, dass das Gestein quasi von unten unter das Sediment gekommen ist. Wird wahrscheinlich an manchen Stellen das Sediment auch nochmal mit hochgehoben haben, weil das Sediment lag ja oben drauf, als die Magma von unten hochkam. Mehr traue ich mich dazu jetzt nicht zu sagen. Ja, und im Fall von diesem Carbonatit ist das ein aus einer Schmelze gebildeter Kalkstein. Wie das jetzt exakt vonstatten gegangen ist, da muss ich jetzt leider passen. Normalerweise die meisten Kalksteine, und jetzt kann ich mal weiterlaufen, weil mehr habe ich nicht zu sagen, die man so findet in geologischen Formationen, also habe ich mir zumindest sagen lassen, sind auch wieder Sedimente. Also beispielsweise die Kalkalpen, die nördlichen Randalpen, die bestehen ja nahezu ausschließlich aus Kalk. Und das sind alles Sedimente, also Ablagerungen vom Meeresboden des Meers, das da mal gewesen ist, wo heute die Alpen sind, und sind quasi Schalen von Krustentieren, von Muscheln, von Schnecken, von was weiß ich was. Denn so ein Schneckenhaus und also ein Panzer von einem Krebs und so weiter und so fort, die bestehen tatsächlich eben größtenteils aus Kalk. Und wenn die sterben, bleibt das sozusagen als deren Skelett übrig. Das kann auch nicht abgebaut werden und schon gar nicht unter Wasser. Und das sammelt sich an und im Laufe von sehr viel Zeit kann sich da eine ganz dicke Schicht von dem Zeug bilden, so dick, dass sie ausreicht, um die nördlichen Randalpen zu bilden. Also so, das ist so die meines Wissens häufige Form von Kalkanreicherung. Wenn jetzt allerdings in diesem Wirrwarr aus verschiedenen Sedimenten das alles in den Rheingraben reingekippt ist, ne, und da jetzt die Magma durchgeht, dann kann man sich schon vorstellen, dass dabei auch die Schicht mit Kalkgestein, die es nämlich sehr wohl gibt unter diesen Sedimenten, die ursprünglich auch mal auf dem Schwarzwald und auf den Vogesen oben drauf gelegen ist, inzwischen vollständig aberodiert ist, aber ursprünglich lag da mal eine Riesenschicht Kalk oben drauf und die ist jetzt in dieser Rheinebene halt eben als Sediment auch drin. Und ich vermute jetzt, wer mitraten möchte, darf mich gerne korrigieren, dass beim Aufsteigen der Lava das in irgendeiner Form eingeschmolzen wurde oder so weit nach unten vorgedrungen ist, dass es da eingeschmolzen wurde und jetzt eben als Schmelze bei den Vulkanausbrüchen als quasi Ader mitten in den älteren Gesteinen vorliegt, sozusagen da hochgeblubbert, durchgeblubbert, wie auch immer man sich das genau vorstellen mag, ne? Also Geologie, so weit geht es dann bei mir nicht. Das ist also jetzt nur eine mögliche Erklärung mit dem bescheidenen Wissen, was ich dann da eben griffbereit habe. Den Löss kann ich ganz genau erklären. Mit diesen ganz fiesen Kaiserstuhl-Spezialgesteinen, da hört es dann auf jeden Fall auf. Also man beachte mal den Ausblick von dieser Hütte, also das ist schon toll. Es gibt hier einen Besen. Der Besen darf benutzt werden, trotzdem steht hier natürlich entsprechend sowas rum. Trotz dem eindeutigen Schild, nimm die Erinnerung mit und auch den Abfall. Ne? Den Müll nehmen wir mit. Das heißt, ich darf jetzt nachher den Mülleinsammler machen. So viel Platz habe ich im Rucksack noch. Es hält sich ja in Grenzen, am Boden liegt noch ein bisschen Dreck rum. Ich habe leider wirklich heute mal vergessen, ein Säckchen mitzunehmen, sonst würde ich mir das ja natürlich auch noch einkassieren. Aber
in diesem Fall ist das jetzt heute mal leider nicht möglich. Ich habe wirklich überhaupt nichts, wo ich dich jetzt reinmachen könnte, wenn ich nicht in irgendwelche Kleidungsstücke einwickeln möchte. Und das möchte ich jetzt nun wirklich nicht. Also es gibt Grenzen. Ha! Ne, also das Stativ steht da, weil ich die Kamera da jetzt natürlich drauf setze. Das hier ist die Karl-Otto-Hütte. Das ist wirklich ein Plätzchen. Das ist meine Hütte. Also auch, dass man hier drin so gemütlich sitzen kann. Es gibt sogar einen Tisch. Wir haben es Punkt 12.07 Uhr und ich habe tatsächlich auch Hunger. Und da ich dann nachher auf dem Aussichtsgipfel bisschen sehr spät dran bin für Mittagessen und ich jetzt auch echt schon Hunger habe, werde ich jetzt hier meine Mittagspause machen. Und dann kann ich mir auf dem Rest des Weges ganz gemütlich mit allen möglichen Zeit lassen. Es gibt da hinten noch einen Panorama-Blick-Hinweis-Dingericht. Das gucken wir uns nachher noch an. Und ihr dürft jetzt erstmal noch ein bisschen aus dem Fenster gucken, während ich in meinem Rucksack kuschel. So, heute gibt's Käsespätzle. Allerdings natürlich keine selbstgeschabten, ne? Also so krass bin ich nicht drauf. Aus meiner neuen Pfanne, meiner neuen Trekking-Pfanne. Die ist von Trangia. Das ist, hat die einen Namen? Weiß ich nicht. Jedenfalls hat sie eine schöne Unterseite, ist Teflon beschichtet und wiegt im Gegensatz zu irgendwelchen gusseisernen Pfannen halt dann doch nur so wenig, dass man die echt mitschleppen kann. Also super leicht ist das Teil jetzt auch nicht, ne? Also die wiegt jetzt deutlich 300 Gramm, 400 Gramm, ich weiß es nicht, aber trotzdem, die kann man echt noch mitnehmen. Die ist aus Aluminium, wie gesagt, Teflon beschichtet. Ich probiere sie zum ersten Mal, bin gespannt, wie die performt und habe mich entschieden, zum Kochen einen Trangia in Bushbox zu nehmen und bin mal gespannt, ja, wie das funktioniert, ob das ein bisschen wackelig ist. Ja, ein bisschen wackelig ist es schon. Offensichtlich, zumal der Steg ein bisschen tiefer liegt als der andere, da muss man schon ein wenig, aha, ich glaube jetzt müsste es, ja, also da muss ich schon vorsichtig sein, da muss ich vorsichtig sein. Alternativ kann man das natürlich jetzt auch so machen, ich frage mich, ob das dann von der Verbrennung her reicht. Ich probiere es einfach mal aus, ne? Aber das sind jetzt so meine Vorüberlegungen. Was gibt es da jetzt jedenfalls rein? Hier einmal Fertigspätzle. Dann habe ich Käse dabei, Edamer. Ich mag meine Käsespätzle gerne mit Edamer. Der ist schon gerieben, weil ich zu faul bin, jetzt da noch was großartig rumzuschnibbeln. Habe noch eine Zwiebel, die ich mir noch schnibbeln muss. Habe mein entsprechendes Kochset dabei und habe heute mal luxuriöserweise sogar einen Pfannenwender. Wenn ich jetzt noch meine Gabel vergessen habe, dann rege ich mich auf, aber ich glaube, die habe ich auch dabei. Und hier habe ich noch ein kleines Fläschlein mit Sahne, weil ich da gerne noch ein bisschen Sahne dran mache, damit sich der Käse besser löst. Und zum Würzen habe ich auch meinen entsprechenden Gewürzsteuer dabei. Da sollte noch alles drin sein, was da gebraucht wird, ne? So, jetzt aber erstmal Zwiebeln schnibbeln. Dafür habe ich ja mein Schnippelbrettchen und werde mir das hier einfach mal so da drauflegen und nehme das hier als Gefäß zum geschnippelte Zwiebel sammeln. Und, das hier ist noch wichtig, das ist Öl zum Braten. Habe ich mir hier schön verpackt. Ein Ölstick. Ne? So, hier meine Zwiebelchen, verschieden grob geschnitten. Und da habe ich auch schon den Trangia befüllt. Ich hatte noch wenig Spiritus. Ich hoffe, das langt überhaupt. Ich habe auch noch andere Möglichkeiten. Ich würde nur gern diese nehmen. Daneben. Wieder daneben. Das könnte getroffen haben. Nein. Jetzt. Ja. Also das scheint ganz gut zu funktionieren, ohne dass mir der Trangia ausgeht. Ja. Und ich kipp die Zwiebeln schon mal rein, tut ja nicht weh. Also die Star-Köche unter euch, die können sich amüsiert fühlen,
funktionieren tut es jedenfalls, so wie ich das mache. Letztendlich ist das die Hauptsache. Ne? Für schöne, besonders tolle und professionelle Kocheinlagen ist der andere Benjamin zuständig. Finde ich ganz gut, diese Arbeitsteilung. Ich mache so die Wissenschaftskomponente, er übernimmt so den, sagen wir, emotionalen Part. Und kochen. Gut, das könnte ein Weilchen dauern, bis das heiß ist. Machen wir mal einen Schnitt. Also bisher bin ich von dieser Pfanne begeistert. Das ging jetzt richtig, richtig schnell. Also ich hatte euch jetzt gerade mal 30 Sekunden oder was weggeschaltet. Naja, 45. Und die Hitze verteilt sich auch gut in der Pfanne. Also natürlich habe ich einen Schwerpunkt in der Mitte, aber am Rand ist auch ganz gut heiß. Bröckelt da auch ein bisschen vor sich hin. Ha. Nicht schlecht. Kann euch ein bisschen noch ranzoomen, damit ihr das besser seht. Ich mag meine Zwiebeln gerne etwas angebräunt. Das ist bei so roten Zwiebeln tendenziell vielleicht ein bisschen schwieriger als bei den normalen, aber die lassen wir jetzt noch weg. Brutze. Ich habe in der Zwischenzeit meine Spätzle-Tüte hier schon aufgeschnitten. Gourmet-Spätzle. Also die sind schon ganz gut. Ne? Also die sind jetzt nicht so schön wie selbst gemacht, aber die sind schon ganz in Ordnung. Ja, da darf noch ein wenig Bräunung stattfinden. Die Zwiebeln wären nach meinem Geschmack angerorzelt. Nee, angerorzelt ist angebrannt. Das ist dann also schon wieder zu viel. Aber so haben die jetzt eine... Ah ja, fein. So mag ich das. Gut, dann geben wir mal die Spätzle dazu. Dass die Pfanne etwas voll wird, hatte ich schon gehört. Müll mitnehmen. So. Hier geht halt doch ein Kleidengwind. Muss ich aufpassen, dass mir da nicht aus Versehen der Abfall wegfliegt, also die leeren. Also wer solche Fertigspätzle nicht kennt, soll ja Regionen geben in Deutschland, in denen es die nicht gibt, habe ich mir sagen lassen. Man kann die wahlweise kochen oder braten. Ich brate sie mir eigentlich immer. Mache dann meistens ein bisschen Wasser dran. Und dämpft die dann so in der Pfanne. Das mache ich aber nicht mit Wasser, wenn ich alternativ Sahne habe. So, denn Sahne ist ja fettbasiert und dann löst sich gleich der Käse erheblich besser in dem Ganzen. Hätte man fast noch ein bisschen mehr Zwiebel nehmen können. Also das mit der Sahne ist wirklich, ne, Pro-Tipp. Es geht auch ohne, aber das hilft wirklich außerordentlich. Das wird dann auch von der Konsistenz her einfach cremiger. Und ja, man kann selbstverständlich auch anderen Käse nehmen als Edamer. Sich da irgendwas Professionelleres reinschmeißen. Aber ich habe jetzt hier ganz normalen, einfachen Edamer. Und ruhig viel. Ich habe Hunger. Also ich finde, auch vernünftige Käsespätzle ist jetzt nur meine Meinung, gehört 50% Käse, Gewichtsprozent von den Spätzle. Ne? Das sind 400 Gramm Spätzle und 200 Gramm Käse. Jetzt macht 600 Gramm Futter. Ich habe Hunger. Ah ja, das funktioniert ja prima mit dieser Pfanne. Die hat auch so einen schönen hohen Rand. Da geht auch nichts drüber. Ich bin begeistert. Also diese Pfanne kann ich empfehlen. Ich guck mal, dass ich noch mal rausfinde, wie die heißt genau. Und schreibe es euch irgendwo hin. Aber von Trangia gibt es bloß eine Pfanne, die nicht als Topfdeckel konzipiert ist. Ne? Also die meisten Trangia-Pfannen in Anführungszeichen sind ja einfach ein Topfdeckel. Man kann also in den Trangia-Topfdeckeln ja auch prima braten.
Das hier ist aber tatsächlich wirklich eine Pfanne, die nur als Pfanne konzipiert ist. Da gibt es keinen, also vielleicht passt sie auch auf irgendeinen Topf, das ist dann aber Zufall. Okay. Würzen wir das Ganze noch ein wenig. Also ich mache jetzt noch ein kleines bisschen Kräuter der Provence dann. Muss wirklich nicht, aber ich habe gerade welche da. Also machen wir mal ein kleines bisschen welche dran. Ach, so geht es natürlich einfacher. Salz. Braucht nicht so viel, der Käse ist ja schon würzig. Pfeffer. Da kann man dann wieder ein bisschen mehr nehmen, finde ich. Nam, 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 nam. Könnte ich jetzt prinzipiell so aus der Pfanne futtern? Ich glaube, das ist auch eine ganz... Na, ich will mir meine Pfanne nicht verkratzen. Ich habe hier ja Essgeschirr dabei. Dann kann ich das auch benutzen. Für den Abwasch habe ich nichts. Das wird dann halt so gut es geht. Ohne den Rucksack zu versauen, eingepackt. Habe ich jetzt ganz ehrlich, muss ich zugeben, vergessen. Da hätte man sich natürlich ein bisschen was mitnehmen können. Ich werde die Pfanne nachher noch ein kleines bisschen mit ein bisschen Gras auswischen, damit die mir nicht alles einsaut, aber ist eh nichts angebrannt. Und ja, Dagu ist gleich leer. Nom, 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 nom. So lässt sich's leben, im Übrigen. Doch, kann man schon mal machen. Mhm. Oh, wir machen noch mal ein bisschen Bergbegutachtung mit Stativ. Versuchen wir's mal. Also. Da hinten, ne? Ganz da hinten. Und zoomen. Jetzt müsste ich Digital-Zoom zuschalten. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. Uns ist trotzdem klar, dass wir es hier tatsächlich mit dem Feldberg zu tun haben. Ne? Also der hat knapp 1500 Meter, also 1400, fast 1500 eben, aber nicht ganz. Man müsste noch ein paar Handvoll Sand, jeder der hochmarschiert, oben drauf werfen, dann passt es wieder. Ne? Ja, ist natürlich beeindruckend, höchster Berg Deutschlands außerhalb der Alpen, aber leider von Touristen so überlaufen, dass ich den Gipfel einfach nicht besonders schön finde zum dort aufhalten. Also man kann da schon mal oben vorbeischauen, aber naja. Außerdem ist er im Winter halt eben Wintersport mit allem, was dazugehört, also Besäufnis und so weiter und so fort per excellence. Und ein reiner Touristenberg, also ich habe da so meine Schwierigkeiten mit dem Ding. Natürlich ist der naturkundlich auch interessant, aber halt so überlaufen, ich habe da einfach keinen Spaß da oben. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Schau ins Land finden. Der müsste hier drüben sein. Da ist auch ein kleines Türchen drauf. Ja, das müsste er sein hier. Das müsste er eigentlich sein. Ich hoffe, das ist er auch wirklich. Also das wäre jetzt der alternative Exkursionspunkt für heute gewesen, wenn man mich auf den Schauplatz geschickt hätte. Hat man aber nicht. Man hat mich in den Kaiserstuhl geschickt. Aber so kann ich mir immerhin den Schau ins Land aus der Entfernung angucken. Ne? So, also so viel zur groben Bergthematik. Das Gesamtpanorama ist aber auch nicht schlecht, ne? Also ich bitte um Entschuldigung für die Wackelkamera. Mein Stativ hat keine besonders gute Schwenkfunktion.